Guten Morgen am Donnerstag, Frühstücksbörsenzeit hier zu gewohnter Zeit. Heute auch mal mehr oder weniger pünktlich hier von mir, 9:45 Uhr Frankfurt. Von daher, ja, willkommen und hoffe, der Morgenkaffee schmeckt noch daheim. Bei mir gab es ja auch schon den einen oder anderen Kaffee, schon einiges erledigt hier im Städtle, gerade in Bangkok unterwegs, hier zum Friseur schon heute früh gewesen, falls es Sie überhaupt interessiert. Wenn nicht, müssen Sie trotzdem zuhören und entsprechend danach bereits das Wetter draußen genossen. Anfang 20 Grad hier, mal wieder richtig schön frischer, winterlicher Sommer, kann man fast sagen. Sommerliche Temperaturen wie im deutschen Sommer, angenehm, richtig schön, nicht zu bollerig heiß, wie wir es hier in den letzten Monaten ja gehabt haben. Ja, Nachrichten, Überschriften hier, mich bewegt insbesondere ganz besonders, ja, die letzten Wochen mehrfach hier schon kundgetan. Bundeskanzler Scholz, also hier weiter der Pakt mit den US-Amerikanern entsprechend nach vorne marschieren. Was mir nicht ganz bewusst gewesen war, und zwar geht es hier ein Stückchen weit um die großen Rucksack in Anführungsstrichen übersetzt, hier der größeren Kritik auf beiden Seiten. Zum einen vielleicht zu wenig zu tun, zum anderen zu viel zu tun. Wir erinnern uns ein Stückchen weit zurück hier an Beginn letzten Jahres ging es entsprechend weiterhin nach vorne. Wir erinnern uns zurück, da war es so, dass entsprechend Deutschland ja zu Anbeginn erst einmal hier eine Handvoll militärische Helme, aber witzigerweise gesponsert hatte. Gucken wir jetzt allerdings, wer am meisten gesponsert hat hier in die Krisensituation, in das Kriegsgebiet, sehen wir, dass Deutschland ziemlich gerade raus vorne dabei ist. Heißt also, die deutschen Steuerzahler zum einen mal weiterhin geschröpft werden im Sinne des Friedens, wie ja in der grünen politischen Seite immer so gerne entsprechend ja auch kundgetan wird, dass man ja pazifistisch ist. Davon sehe ich allerdings etwas wenig, muss ich gestehen. Mittlerweile sehen wir also natürlich, dass es hier ganz klar weitergeht und man also State of the Art Leopardpanzer dort ins Kriegsgebiet schicken will. Die ersten laut den Bloomberg-Berichten könnten scheinbar in den nächsten 2 Monaten bereits dort eintreffen. Insgesamt scheint es darum zu gehen, dass es mehr als 100 NATO-Verbundpanzer dort also für die Ukraine geben wird. Auf der anderen Seite, so die Überschriften, scheint es allerdings auch gerade weiterzugehen, dass die russische Seite eine größere Offensive also erneut wiederum vorbereitet, wie man scheinbar hier mitbekommt, heißt insgesamt oder im Gesamten natürlich stellen wir weiterhin fest, auch dass also die Situation verfahren bleibt auf der einen Seite und für meinen Geschmack sich auch durchaus hier schnell mit ein paar kleinen Zündfunken leider weiterhin ausweiten könnte. Wenn wir uns zurückbesinnen politisch, wenn ich richtig informiert bin, gab es ja nie einen Friedenspakt zwischen der russischen und der europäischen oder insbesondere deutschen Seite nach dem Zweiten Weltkrieg, lediglich ein Waffenstillstand, der damals scheinbar unterschrieben wurde. Das heißt, die gesamte Situation könnte natürlich von russischer Aggressorseite entsprechend auch weiterhin anders interpretiert werden. Ich weiß nicht, ob man sich dann entsprechend hier auf die deutsche Fassung, wir haben ja nur zugeliefert, Kriegsmaterial zugeliefert, dann besinnen kann am Ende, wenn Bomben und Raketen fliegen, tja, ist die Situation entsprechend so, wie sie weiterhin ist. Karl Sonntag hat keinen Ton, Ton scheint aber trotzdem zu funktionieren. Erzähl das deinem Friseur, sagt Robert, genau, mit dem rede ich natürlich auch hier über Devisenhandel, ganz klar. Kleiner netter Friseurladen hier in der Nähe eines Einkaufscenters. Sehr toll, freut sich immer, wenn er mich sieht. Wahrscheinlich der einzige Faran, die einzige Nannase hier in der Ecke, die dort zum Friseur geht. Rasur, Kopfmassage, alles zusammen, nie Wartezeiten, dort nie länger als 10 Minuten gewartet. Von daher immer nett und natürlich diese thailändische Freundlichkeit, die hier extrem viel Spaß macht. Volatilität an den Aktienmärkten weiterhin eingedünnt. Das, was ich sehr spannend finde im Zuge der gesamten Kriegsrhetorik aktuell, dass also die Aktienmärkte weiter stramm nach vorne marschieren. Schöne Metapher hier. Wir sehen also, dass die Volatilität heißt Schwankungsbreite an den Aktienmärkten eingeht. Das bedeutet natürlich erst einmal, dass die Aktienmärkte sich weiterhin nach oben bewegen können. Volatilität also zeigt erstmal weiterhin hier nach unten. Die Frage ist natürlich nach wie vor, ziehen wir nun wirklich weiter auf der Südseite nach unten davon? Sehen wir also nun wirklich eine weitere
Absenkung hier insgesamt auf der Short-Seite, was die Aktienmärkte in dem Fall anbelangte, dann wäre das natürlich nach wie vor positiv für die Aktienmärkte. Und das sehen wir definitiv. Das heißt, hier kleine Short-Position von gestern wurde ausgelöst, hat leider es nicht überlebt. Der Stop-Loss ist hier in den letzten Handelsstunden leider gegangen. Also Trade im Verlust ausgestoppt. Wie dem auch sei, handle ich diese Position weiter munter und entsprechend konzentriere mich auf den nächsten Trade, wie ich es angekündigt hatte. Die letzten Tage oder ich sage mal Wochen waren nicht unbedingt von starkem Erfolg gekrönt mit den Handelspositionen hier. Das Positive daran ist, dass sich die Zeiten wiederum ändern. Das Positive ebenso für mich als professioneller Händler und entsprechend natürlich auch in Teilen Geldverwalter bedeutet dann ganz klar, ich lerne hier weiter über mich zum einen, über meine Handelsstrategie zum anderen und zum dritten konzentriere mich einfach nur eiskalt, als wäre nichts gewesen. Natürlich geht es auch an mir nicht vorbei, aber als wäre nichts gewesen auf mein Geldmanagement. Entsprechend 2% Risiko hier pro Trade sind die entsprechend verschossen, wird einfach entsprechend wieder am nächsten Tag neu geguckt. Da gibt es ja auch so ein bisschen zwei Lager. Hier die einen sagen, hey, langfristige Trades, wenn immer ich mir dann ein paar Tage lang entsprechend rote Augen schaue, wenn ich auf meinen Bildschirm sehe und alles gegen mich laufe, ich handle lieber kurzfristig ein paar kurze Trades zum Tagesende und dann geht es am nächsten Tag wiederum neu rund. Auch ein Thema, ich handle eher langfristig. Klebe entsprechend den ganzen Tag nicht vor dem Rechner, sondern kann mich schön meinen Einkäufen widmen. Heute gibt es ein schönes Ribeye, wie heißt es, Entrecote vom heimischen Grill hier entsprechend und einen Salatteller dazu bei mir daheim oder bei uns daheim respektive. Heißt in dem Fall, kümmere ich mich eben nicht den ganzen Tag um die Märkte, schaue natürlich immer wieder drauf, habe entsprechende Bewegungen im Kopf. Und in dem Fall hier warte ich auf neue Möglichkeiten. In dem Fall würde ich klar sagen, einfach zu schauen unterhalb der 4000er-Marke. Das ist für mich die springende Kursmarke, die aktuell, wie es scheint, in der Tat. Man könnte natürlich auch eine reinverse SKS, Schulterkopf-Schulterposition hier sehen. Das heißt, linke Schulter, Kopf inversiv gedacht, rechte Schulter. Nackenlinie hieße also dann genau die Zone, was ein Indiz dafür sein könnte, dass der Markt in der Tat weiter nach oben schießt. Wenn also die Notenbanken vielleicht, und das ja die Erwartungshaltung seitens der Fed im Übrigen weiterhin weiter vielleicht nochmal einen Zinsschritt vollziehen, Federal Reserve also noch einmal Zinsen erhöhen und dann vielleicht bereits im dritten Quartal diesen Jahres entsprechend auf die geldpolitische Tube zu drücken, um entsprechend wiederum anzufangen, weniger restriktiv sich zu bewegen, wäre das auch eine Variante hier. Ich bleibe dabei und sehe immer noch allerdings viel zu viel Rückenwind, nein, Gegenwind natürlich für die Aktienmärkte, obgleich aktuell wir, wie gesagt, hier feststellen, dass der Druck nach oben zunehmen könnte und ein weiteres leichtes Stück Positivität sich hier zeigen könnte mit einem durchaus steigenden Markt am heutigen Tage, also der Möglichkeit, dass der S&P entsprechend hier nach oben sich bewegt. Das gilt im Übrigen für die meisten Indizes, wenn auch auf anderen Niveaus. Der Dow Jones zieht leicht nach oben, der Nasdaq deutet ebenso nach oben Potenzial an. Meine vorangegangenen Druckbewegungen nach unten hier im Keime erstickt quasi. Erst einmal Positivität hier, auch hier. Nasdaq scheint einen Ausbruch nach oben vorbereitet zu haben bereits durch diese Widerstandszone hindurch. Frage eben nur, wie weit es gehen wird oder ob der Markt nun wirklich nach oben ausbricht. Ich bin da, wie gesagt, noch nicht so richtig positiv eingestimmt. Würde erstmal ein bisschen hier entsprechend opportunistisch die Fahnen in den Wind halten und gucken, wie sich die Marktbewegungen präsentieren. Zurück zu den Bodenschätzen. Schwacher US-Dollar, auch das ja ein Thema gerade hier, das heißt, der Dollarindex zieht nach wie vor massivst auf der Short-Seite davon, heißt, der Dollar schwächelt weiterhin. Schwache Marktbewegungen auf der Unterseite bedingen natürlich hier für mich ganz klar, dass die gewisse Schwächephase auf der Short-Seite anzeigen könnte, dass entsprechend hier also weiterer Druck nach unten im Markt angezeigt werden könnte, heißt also Dollarindex zieht weiterhin hier nach unten, bedeutet Aktienmärkte weiterhin positiv unterwegs. Der schwache Dollar sorgt natürlich für eher
Nachfrage in den Vereinigten Staaten. Das sieht auch erst einmal gar nicht so schlecht aus. Allerdings die Frage, wie weit geht es eben noch abwärts? Denn wir sehen ja schon so ein bisschen vielleicht, und da sehen wir im Wochenchart eine leichte mögliche Bodenbildung rund um den 30er Bereich. Hieße also etwas mehr Druck auf der Shortseite würde ich noch erwarten. Etwas mehr Schwäche des US-Dollars würde ich damit dann ebenso erwarten. Vielleicht heißt Euro-Dollar könnte also noch ein Stückchen weit nach oben sich bewegen. Im Tageschart jedoch sehen wir, dass wir schon so langsam ja hier in diesen Widerstandsbereich, respektive unbedingt nicht Widerstandsbereich, aber überkauften Bereich vordringen. Was bedeutet, dass also die nächste Widerstandszone hier um die 1,09, 1,010er Marke sich andeutet und der Markt vielleicht an dieser Zone scheitern könnte, vielleicht erst einmal nach unten sich bewegen könnte und durchaus weiteres Abwärtspotenzial vielleicht dann anzeigen könnte. Das wäre eine Variante. Dann zu den Bodenschätzen jetzt hier. Der Ölmarkt kann sich einigermaßen halten und ich bleibe dabei, solange wir uns hier vor allen Dingen, und da richte ich mich nach dem Monatschart nach wie vor oberhalb oder ich sag mal in der aktuellen Phase, Marktphase in diesem Handelsbereich festhalten, aufhalten, also Dochbildung hier letzten Monat, diesen Monat wiederum, Unterstützungszone auch aus dem gleitenden Durchschnitt in 50er herrührend, könnte das bedingen, dass der Markt also vielleicht nach oben sich weiterhin bewegt. Aufwärtspotenzial dann im Ölmarkt hier wäre entsprechend vor allen Dingen aufgrund der letzten Handelstage des Monats auch ein positiver Indikator. Heißt ganz konkret, wenn wir uns eben nicht weiter abwärts bewegen, deutet das in die nächsten Wochen hin für mich dafür, dass der Markt eben weiter zulegen könnte und wie gesagt, dann der Markt sich weiter nach oben bewegen könnte. Dafür spricht auch diese Trendlinie, die im Übrigen natürlich da oben durchbrochen wurde. Also Druck nach oben, Potenzial auf der Long-Seite heißt für mich hier erst einmal Positives, was die Märkte anbelangt. Tesla im Übrigen, wenn wir uns die Aktienmärkte nochmal anschauen, hatte also bessere Ergebnisse im letzten Quartal angezeigt. Das wäre nochmal ein positiver Indikator, vielleicht auch für die Aktienmärkte, insbesondere natürlich Tesla im Allgemeinen. Klar, tun sich Aktien mit positiven Ergebnissen gut, aber vor allen Dingen auch Aktienmärkte im Allgemeinen, die positiv stehen, helfen natürlich dann ebenso einzelne Unternehmen dafür oder damit auch weiterhin sich nach oben bewegen zu können. Wenn der Gesamtmarkt eben abfällt, dann sind Einzelunternehmen vielleicht eher schwieriger oder tun sich dann schwieriger mit weiter steigenden Kursen. In dem Fall hier sieht es gar nicht so schlecht, also in dem Fall aus. Dann hier zu unserem Ölmarkt, vielleicht auch der Zusammenhang zum Tesla nicht unbedingt gerade gegeben. Weiter Ölmarkt, schwacher US-Dollar, schwacher Dollar hilft dem Öl, schwacher Dollar drückt den Ölmarkt nach oben, schwacher Dollar und dann kommen wir zu unserem weiteren Handelspartner hat es gestern auch nicht so ganz funktioniert mit dem Dollar gegenüber dem Kanadier. Die Zeichen nach wie vor für mich hier auf Grün. Das heißt, shortseitig sehe ich immer noch, dass hier Potenzial besteht und der Markt sich weiter nach oben, nein, nach unten bewegen könnte. Und da habe ich hier eine erneute Order gelegt und zwar unterhalb der Unterstützungszone, die gestrige Handelskerze ja so ein bisschen als Doji-Kerze, dort nach oben und nach unten, seitwärts dann am Ende. Zeigt für mich, deutet für mich an, dass also weiteres Potenzial auf der unteren Seite gegeben sein könnte. Heißt also für mich hier Short nach unten, Verkaufsorder nach unten im Wochenchart, das gleiche Handelsbild. Wir haben eben die letzte Woche eine Dochbildung nach oben gesehen, in dieser Woche bisher keine großartige Aufwärtsbewegung dem gegenüberstehend. Das heißt, der Trend ist weiter eher auf der Short-Seite zu sehen und entsprechend genau das würde ich dann auch handeln wollen und eben, wie gesagt, hier eine weitere Verkaufsorder, Sell-Stop-Order im Markt liegen lassen und entsprechend darauf setzen, dass der Markt eben anfängt, weiter die untere Seite hier anzutesten und entsprechend hier sich nach unten hin in den nächsten Tagen zu bewegen. Sollte Öl sich eben halten, der Dollar eine leichte weitere Schwächephase anzeigen. Wir haben uns den Dollar-Index dafür gerade angeguckt. Würde das auch dem Dollar-Cut helfen, der schwache Dollar dann vielleicht den kanadischen Dollar hier positiv beeinflussen. Leitzinsen wurden gerade leicht erhöht, sind eben im Vergleich zu den Vereinigten Staaten auf positivem Niveau. Das heißt, eigentlich dürfte der kanadische Dollar positives Potenzial anzeigen.
Der Silbermarkt, auch das ein leichter Zusammenhang zum kanadischen Dollar, eine Rohstoff-Bodenschatzwährung, was den Loonie, wie er auch ebenso heißt, der kanadische Dollar anbelangte, heißt also hier, Silber zieht leicht nach oben. Auch hier etwas verhalten. Auf Wochenebene sehen wir immer noch diese durchaus tiefere Korrekturphase. Wie dem auch sei, steht der Markt eben positiv da. Das heißt, wir sehen hier klar, dass der Silbermarkt weiterhin mit Aufwärtspotenzial frohlocken könnte und dafür sorgen könnte, dass eben, wie gesagt, die Aufwärtsbewegung weiterläuft und entsprechend dann Silber also weiter nach oben zieht. Für mich spricht da nicht viel dafür, nicht viel dagegen, dass der Silbermarkt korrigiert. Im Gegenteil, ich wäre eher dabei, mit weiterem Aufwärtspotenzial hier den Markt handeln zu wollen, um klar auch entsprechend hier aufgrund des schwachen Dollars eine Aufwärtsbewegung zu erahnen. Ähnliches ebenso im Gold. Im Gold die Luft vielleicht etwas dünner. Hier laufen wir gerade in diesen überkauften Bereich hinein. Gold hat sich in dieser Woche vielleicht wenig bewegt, aber in diesem Monat, holla die Waldfee, eine massive Stärkephase bis in diesen Widerstandsbereich hier, wenn er auch vielleicht nicht allzu stark sich zeigt, ausgeprägt. Und das riecht für mich ein bisschen dafür, dass zumindest erst einmal eine leichte Korrekturphase eintreten könnte. Eine leichte Korrekturphase eben wäre dann auch nur sinnvoll, diese Korrekturphase, wie gesagt, eine leichte Gegenbewegung vielleicht in den ersten Handelstagen des Monats oder bis in die ersten Handelstage im Monat Februar, um entsprechend dann zu erwarten, dass Gold danach vielleicht weiter nach oben ausbricht. Der Trend, klar, long. Dreifacher Widerstandsbereich hatte ich bereits mal vor einigen Handelstagen angesprochen. Widerstand, Widerstand, Widerstand führt nicht oft dazu, dass der Markt eben korrigiert. Im Gegenteil, ich sehe hier, dass diese doppelte Widerstandsbewegung und eben diese vorangegangene Korrektur bis vor 3 Handelsmonaten jetzt dafür sorgen könnte, dass eben der Markt frische Luft hat schnappen können. Und dann würde ich von einem Ausbruch durchaus hier entsprechend weiter viel Potenzial ausgehen lassen. Gucken wir uns vielleicht den Ukraine-Konflikt weiterhin an. Weitet sich dieser aus? Gibt es dort weitere Aggressionen seitens der russischen Seite? Und wir müssen natürlich auch klar sagen, auch der europäischen Seite, ganz klar mit der Lieferung weiterer Waffen, egal was wir davon halten, wird der Konflikt weiter aufgebauscht, könnte das natürlich klar dafür sorgen, dass entsprechend hier mehr Angst in den Aktienmärkten eintritt, mehr Besinnung in Richtung Bodenschätze, sichere Hafenwährungen, Gold ganz klar dabei, dafür sorgen könnte also, dass der Goldpreis weiterhin steigt. Wir haben es gesehen, Gold hatte ja in der Vergangenheit und zwar im letzten Jahr auch bei dem russischen Einmarsch in die Ukraine zulegen können, könnte natürlich auch jetzt vielleicht dafür sorgen, dass also Potenzial weiter hier aus diesen Märkten oder von dem Markt ausgehen könnte. Das insofern erstmal meine Marktbewegung. Verkaufsorder, Dollar Cut auf der Unterseite. Wie gesagt, vielleicht nochmal kurz das Niveau ansprechen. Dollar Cut, Sell Stop, also Verkaufsorder 1,3360. Eigentlich das gleiche Niveau, Stop Loss 1,3410 würde ich auch wieder nach oben knapp legen. Gehe jetzt nicht davon aus, dass es heute geht. Gucken wir mal, wie es die Lage aktuell dann präsentiert. Vielleicht auch im Hinblick auf die US-amerikanische Markteröffnung. Gold haben wir angesprochen, Silber haben wir angesprochen, Öl sehe ich weiterhin positiv. Das sind eigentlich so meine ersten Bewegungen, die ich hier sehe. Da kommt noch eine Frage. Robert, Euro-Dollar sehe ich aktuell nicht wirklich was. Euro-Dollar eher positiv. Dazu passt auch das Pfund eher positiv aktuell, obgleich das Pfund immer noch so ein bisschen am doppelten Widerstandsbereich sich zeigt, dann ebenso der Aussie auch positiv, auch hier immer noch Positivität, der Aussie natürlich als Spiegelbild der Aktienmärkte. Zurück zu deiner Frage, Euro-Dollar sehe ich aktuell nicht wirklich was. Ja, eine leichte Korrekturbewegung im Stundenchart vielleicht könnte dafür sorgen, dass wir durchaus nochmal Druck nach unten sehen im Allgemeinen, aber wie gesagt, ist der Trend nach wie vor eher auf der Long-Seite zu suchen, nicht ganz wie am Schnürchen perfekt, aber definitiv laufen wir eher nach oben, was für weiter positives Potenzial sorgen könnte. So, Nachrichtenseite haben wir uns angeschaut. Wie gesagt, ich hoffe, Sie sehen die Situation vielleicht auch etwas entspannter, als ich sie vielleicht gerade hier anpinsel auf der europäischen Seite. Aber wie gesagt, ich mag mir die ein oder andere Gedankenseite hier machen. Selenskyj bedankt sich für die Panzerlieferung. Super, jetzt geht's weiter. Nun braucht man also weitere Kampfjets und Langstreckenflugzeuge.
Raketen, irgendwann vielleicht auch hier in Deutschland gelagerten Atomwaffen. Warten wir mal ab, wie die Lage sich weiter bewegt. Ich sehe, wie gesagt, von dem ehemaligen Präsidenten Schauspieler oder Schauspieler als Präsidenten nichts Neues weiteres, was hier vielleicht auch mal ein Stückchen weit gegen Deeskalation spricht oder für Deeskalation spricht. Aber klar, sein eigenes Land, der in dem Fall angegriffen. Gucken wir also, wie die Lage sich weiterhin bewegt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Robert, gerne doch. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.